Wer diese Methode beherrscht, der hat FIFA Trading durchgespielt. Es gibt keinen krasseren Trading-Tipp bei FIFA. Das kann ich euch versprechen. Dementsprechend, Servus, ich bin Chibi, seit 5 Jahren der FIFA-Trader eures Vertrauens. Ihr kennt das, gibt generell Support und für mehr Trading-Tipps, mehr ehrliche Trading-Tipps, die wirklich funktionieren und nicht nur in der Theorie, einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, werdet gerne Kanalmitglied und oder Premium Trader für mehr exklusive Trading Tipps oder alternativ joint kostenlos den Discord. Alle wichtigen Links wie immer in der Videobeschreibung. Jo, bevor wir loslegen, gibt es natürlich auch heute wieder einen ultra heftigen Skill. Wir starten rein wie immer mit der wichtigsten Frage. Wie funktioniert er denn? Der Trading-Tipp. Tja, der Trading-Tipp funktioniert so. Es geht immer um das neue Event-Team. Seit FIFA 21 oder FIFA 20 ist es ja so, dass es eigentlich jeden Freitag um 19 Uhr ein neues Event-Team gibt. Dementsprechend sprechen wir da aktuell. Wechsel die Fenster, wunderbar Magic von den Rulebreakers. Was brauchen wir dann? Das neue Event-Team. Kurz nach 19 Uhr kann man sich das meistens per Footbin aufrufen. Hier geht man auf eine Karte und dann unten Origin Rulebreakers. Dann hat man direkt eine Übersicht über das komplette Team und weiß schon mal, aha, okay, um diese Karten geht es jetzt heute und auf diese Karten muss ich mich fokussieren. Hier möchte ich jetzt Gewinn machen. Ja, aber was ist denn nun der Clou? Wie funktioniert der Trading-Tipp? Ganz einfach, Freunde. Um 19 Uhr kommen also neue Karten auf den Markt. Und was denken die Leute, die diese Karten direkt ziehen? Ich kann davon nicht sprechen, habe ich noch nie, aber die Leute soll es wohl geben. Sie denken sich, oh, ich muss direkt verkaufen. Jetzt sind die Karten noch ultra teuer. Ich kann direkt einen fetten Gewinn machen. Schön. Was passiert also? Um 19 Uhr startet der Kartenpreis da ganz oben und dann geht er minütlich immer weiter runter, bis dann ein Zeitpunkt erreicht ist, da ist am absoluten Tief der Preis und dann geht er auf einmal wieder hoch. Und genau davon profitieren wir. Welchen Gewinn man macht, ist ganz unterschiedlich. Letzte Woche hatten wir Lemar Road to the Knockout, da haben wir glaube ich so um die 30.000 Coins Gewinn pro Karte gemacht. Gestern haben wir im Discord Calvin Phillips genommen, da waren es nur so zwischen 10.000 und 20.000 Coins Gewinn pro Karte. Je nachdem, welche Karte man angreift, welches Event gerade ist, welche Preise man hat, viele Faktoren. Hier ist natürlich wieder ein Ausschnitt, ein Beweis, dass das Ganze so vonstatten gegangen ist und funktioniert hat. Ihr solltet ja nie denken, dass hier nur geblubbert wird auf diesem Kanal. Ich habe Phillips hier um die 20 Mal maximal für 100.000 Coins gekauft oder ersniped. Jetzt gehen wir noch kurz durch. 98.000, 99, 96, 100, 100. Ich lüge euch nicht an. Der Einkauf war da quasi schon vorbei, denn kurz nach 19 Uhr habe ich den Preis von Calvin Phillips minütlich beobachtet und irgendwann ist eben der Zeitpunkt gekommen, an dem ich gesehen habe, okay, er war jetzt bei 90.000 und jetzt auf einmal, oh, eine Minute später ist er bei 95.000. Nochmal eine Minute später bei 100.000. Jetzt ist der Punkt erreicht, in dem man investieren muss und dann höchstwahrscheinlich Gewinn macht. Und ja, so habe ich es dann auch gemacht. Dadurch, dass ich um die 20 Karten gekauft habe, habe ich natürlich nach und nach und nach verkauft. Ne? Ich bin nicht so, dass ich dann sage, okay, so habe ich 20 Karten und jetzt warte ich erstmal. Ich warte mal bis 19:50 Uhr und dann versuche ich alle 20 auf einmal wieder zu verkaufen. Das ist nicht gerade schlau, weil das große Thema bei dieser Trading-Methode ist ja, ihr müsst vor 20 Uhr wieder verkaufen. Sicher. Weil danach kommen entweder neue Promo-Packs von EA oder diejenigen, die ihre Karte in der ersten Stunde nicht erfolgreich verkaufen konnten, kommen ja nach 20 Uhr direkt wieder und bieten dann die Karte wieder, je nach aktuellem Preis, etwas billiger auf dem Markt an. Das heißt, die Karte sinkt nach 20 Uhr wieder. Deswegen ist bei dieser Methode das absolut Wichtigste, dass man vor 20 Uhr wieder verkauft. Da muss ich kurz im Discord schauen. Da habe ich es den Premium-Tradern ja geschrieben. Ich habe ungefähr
kurz vor Viertel eingekauft und dann hier diese Aufnahmen waren eine Viertelstunde später, weil da habe ich schon wieder mit dem Verkaufen begonnen und ich habe es, wie gesagt, wieder nicht so gemacht, Karte nach Karte nach Karte, sondern das seht ihr jetzt. Ich warte, bis sich die eingestellte Karte verkauft hat und gehe dann direkt an die nächste Karte, aber bevor ich das mache, checke ich direkt wieder den Preis ab. Hey, ist die Karte immer noch preisstabil? Ist etwas gesunken? Ist etwas gestiegen? Hier sehe ich aktuell, aha, 118, ja, viele auf Markt. 117, nicht so viele auf Markt. 118 nochmal gecheckt. Ah, ist immer zu viel. Komm, den nächsten verkaufe ich wieder für 117.000 Coins. Hier, bin wieder in meine Liste gegangen. 117, kopiert, 117 eingefügt, auf den Markt gestellt. Das habe ich dann so lange gemacht, bis ich von meinen 20 Karten nur noch 2 hatte. Und da war ich dann schon so, dass ich gesagt habe, gut, jetzt habe ich mit 18 Karten einen richtig guten Gewinn gemacht. Komm, bei den letzten 2 kann ich jetzt nochmal ins Risiko gehen. Bedeutet also, Verkauf nach 19.50 Uhr und ganz kurz vor 20 Uhr. Hat sich dann auch nochmal gelohnt, weil die letzten 2 habe ich dann für 123.000 und 121.000 Coins verkauft. Nochmal ein Gewinn. Aber ich hätte es natürlich niemals riskiert, alle Karten nach 19.50 Uhr zu verkaufen. Weil dann wäre es auch gefährlich gewesen, den Markt zu überfluten. Dann unterbieten mich wieder viele Leute und dann verkaufen sich eure Spieler gar nicht. Ihr braucht bei dieser Methode wirklich richtig krasses Fingerspitzengefühl. Ich kann hier echt nicht sagen, hey Leute, das ist ohne Risiko. Nein, es ist extremes Risiko. Man muss die Methode wirklich beherrschen, sonst kann man richtig böses Minus machen. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, wenn man die Methode beherrscht, ist man der König. Punkt. Zu guter Letzt natürlich wieder die Tricks und Tipps. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, traue ich mir jetzt nicht so zu, aber ich würde die Methode schon gerne machen. Ich kann euch nur wieder den Premium Trader von mir, das Angebot, empfehlen, denn dort müsst ihr selber nicht nachdenken. Da schreibe ich euch in den Discord rein, hey, das ist heute unsere Trading-Karte, jetzt investieren und dann, das ist der aktuelle Preis, jetzt könnt ihr verkaufen oder noch halten und jetzt spätestens verkaufen. Ich blende euch gerade Screenshots von Philips und Lemar ein, so war das quasi. Wenn ihr nun aber sagt, okay, ich will das aber selber angehen, was würdest du mir empfehlen, Shibi? Achtet darauf, dass eure Karte nicht zu billig und nicht zu teuer ist. Zu billig, die Karten würde ich nicht anfassen, das heißt meistens unter 100.000, meistens, also sagen wir mal unter 70.000 und zu hoch, ja, am Anfang über 300.000. Umso später das Ganze dann läuft, 250, 200.000, aber ich sage immer, die perfekte Preisspanne ist eigentlich zwischen 100 und 200.000. Also die Methode lief recht gut mit Fekir, mit Zaha, mit Philips. Philips habe ich empfohlen, weil es halt der billigste war. Bei dem dachte ich mir dann, in den können die meisten investieren. Logisch. Und mit irgendwen hat man noch, Piquet habe ich schon erwähnt, weiß ich gar nicht. Und Checo. Checo lief auch noch gut. Die Methode lief nicht so gut oder gar nicht mit Navas, Bonucci, Frankowski, Godfrey und so weiter. Alle Karten, die unter 70.000 Coins waren. Daher lasst die Finger von zu billigen Karten und bei zu hohen Karten, also zu teuren Karten, ist halt die Gefahr die EA-Steuer. Die müsst ihr immer mit einberechnen. Also wenn ihr Fake hier für 300.000 einkauft, müsst ihr berücksichtigen, dass er mindestens um die 20.000 steigen muss, damit er profitabel wird. Schwierig. Am Anfang geht es noch fit, aber umso mehr Events kommen, umso mehr Karten man hat, umso weniger funktioniert es in der hohen Preisklasse. Jetzt aktuell am Anfang kann man es noch versuchen. Tja, Freunde, das war das Wichtigste zu diesem Training-Tipp. Falls ihr noch Fragen habt und sie in diesem Video nicht beantwortet wurden, ab damit in die Kommentare, dann werde ich euch das natürlich beantworten. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Training-Video wieder.